Tja, morgen Leute. Hallo, dass ihr schon wieder reinschaut. Ja, gestern haben wir mal diese Powerbank ausprobiert und leider war sie nicht so, wie ich mir das gerne vorgestellt hätte. Sie geben die Batterie mit 2600 mAh an und Lisas Handy hat gerade mal 1900 mAh. Die Batterie war laut LEDs vollgeladen, weil alle vier waren an. Jetzt leuchtet noch eine. Und bei 2600 zu 1900 mAh sollte man selbst bei ein paar Verlusten von 20% davon ausgehen können, dass diese Batterie hätte in der Lage sein sollen, einmal das Handy mindestens ganz zu laden. Als ich es gestern dran gesteckt habe, war die Ladekapazität vom Handy bei 7% und als nach einiger Zeit, waren vielleicht 2 bis 3 Stunden, ich wieder nachgeschaut habe, war der Ladevorgang abgebrochen. Wenn ich hier den Knopf betätigt hatte, leuchtete noch ein Licht und der Ladezustand des Handys war bei 57%. Und ich konnte dann den Ladevorgang auch nicht mehr anstarten, also da kam dann einfach zu wenig Power noch. Das heißt, die Kapazität dieser Batterie hat gerade ausgereicht, um das Handy zur Hälfte zu füllen. Das heißt, nutzbare Kapazität zum Übertragen auf ein anderes Gerät sind dann gerade mal 1000 mAh. Und ja, das ist für den Notfall, kannst du dein Handy nochmal zur Hälfte füllen. Aber das war's dann auch schon und liegt dann also weit unter 50% der Leistung, die hier aufgedruckt ist. Das sollte man sich vorher vielleicht im Klaren sein, wenn man so ein Teil kauft. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt. Ich habe im Internet solche Teile gefunden, wo nur 2000 mAh aufgedruckt sind. Wenn dort die Nutzleistung ebenfalls unter 50% liegt, reden wir dort von vielleicht 800-900 mAh Leistung. Und ich habe was von einem Preis gelesen von 23-24 Euro. Kann ich eigentlich fast nicht glauben, das ist eigentlich viel zu teuer für so ein Teil. Weil für 25 Euro bekomme ich ja schon eine richtig fette Powerbank. Also interessant ist das Teil vielleicht nur als langlebige Mini-LED-Lampe, aber auch da gibt es bessere Alternativen. Also hier nach diesem Test kann ich das jetzt noch nicht so optimal empfehlen. Ich werde es jetzt nochmal richtig aufladen und dann werden wir den Test wiederholen. Dann werden wir sie nochmal aufladen und den Test nochmal wiederholen. Und dann mal schauen, wenn man mal 3 bis 6 Durchgänge gemacht hat, wo die Leistung denn dann wirklich liegt. Aber bis jetzt würde ich sagen, seid erstmal vorsichtig mit dem Kauf. Nicht, dass ihr für 20 Euro so ein Teil zulegt und seid nachher enttäuscht, weil es nicht mal schafft, das Handy einmal aufzuladen. Ne? Obwohl mit 2600 mAh, selbst bei gewissen Verlusten, so ein 1900 mAh Akku, könnte man meinen, dass er es laden könnte. Das heißt, damit würde ich ja nicht mal eine Endloop voll kriegen. Okay Leute, das war mal ein kurzes Status-Update zu dieser kleinen weißen Powerbank. Danke fürs Reinsetzen, bewerten, kommentieren. Wir sehen uns hier bald wieder auf dem Kanal zum nächsten Video. Bis dahin, bye bye, bleibt gesund, ciao.